Paul, hörst du das nicht? Oh, jetzt bist du auch einer von denen. Also ich glaube wirklich, dass du nicht richtig hören kannst. Er sagt Laurel. Julian, du hast nicht recht. Das ist Jenny. Ich sag jetzt Papa und er hört bestimmt auch Jenny. Ich verstehe gar nicht, warum ich mit so einem Baby wie dem diskutiere. Die im Internet sagen auch alle Laurel und die andere Hälfte sagt Jenny. Das verstehe ich nicht. Ich höre nur Laurel. Oh Mann, hab ich einen Hunger heute. Also das erste Mittagessen hat mir gar nicht gereicht. Da muss schnell ein zweites her. Ich hoffe nur, dass die anderen das nicht mitbekommen. Papa, also heißt es Laurel oder Jenny? Jenny heißt es, ne? Nein, Laurel. Nein. Kinder, sag mal, was macht ihr denn hier? Und oh, wo kommt denn dieses Essen auf einmal her? Das wollte ich ganz bestimmt nicht essen. Papa, also, wir haben doch eben schon zum Mittag gegessen. Warum willst du denn jetzt nochmal? Und wow, hast du dir eine Pizza bestellt? Und ist das ein Burger? Papa, jetzt sag doch schon, es heißt doch Jenny, ne? Kinder, ich habe jetzt keine Zeit für eure Jugendsprache Jenny, oder was oder? Das auch sein soll. Geht jetzt bitte weg, ich muss jetzt hier Inventur machen. Komm, wir fragen Hannah, die sagt bestimmt auch Laurel. Nein, Jenny! Puh, also das war knapp. Ich sollte mich lieber beeilen, bevor Claudia zu Hause ist. Schnell alles aufessen. Also die Spaghetti eben waren zwar lecker, aber die haben nicht gereicht. Also jetzt wird Zeit für die Pizza, ein bisschen Fleisch, Wurst und einen Burger. Hanna, es heißt doch Jenny. Nein. Doch. Oh, nicht ihr auch noch. In der Schule haben die auch schon die ganze Zeit darüber diskutiert. Also ich höre irgendwie beides. Oh Gott, ich hätte nicht so viel essen sollen. Ich kann mich ja kaum noch bewegen. Oh nein. Oh Gott, ich hatte ja den totalen Fressflash heute. Das war viel zu viel. Oh, ich kann mich ja kaum noch bewegen. Oh Gott, mein Bauch, die Hose ist ja viel zu eng. Ich muss mich umziehen. Oh, ich muss irgendwie ins Schlafzimmer kommen, aber ich kann nicht mehr gehen. Ach, gut, im Liegen dann halt. Oh, gleich geschafft, Martin, gleich geschafft. Jetzt nur noch diese Treppe hoch. Oh Gott, mein Bauch drückt so an die Hose. Oh, toll, ich muss irgendwas anderes anziehen. Am besten eine Jogginghose oder so. Oh, siehst du, es ist Laurel. Da steht überall, die anderen sagen auch Laurel. Nein, Jenny. Guck, Julian, die ist ganz bekannt und die sagt auch Jenny und wenn die das sagt, dann ist das richtig. Das stimmt doch gar nicht, nur weil die bekannt ist. Oh, schon viel, viel besser. Kinder, worum geht's denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und auch den Nerv dafür. Oh, Papa! Papa, wie siehst du denn was aus? Was ist das? Was denn, du Kinder? Du siehst total ulkig aus. Ach so, ja, das sind die alten was Klamotten von Mama, weil meine sind gerade in der Wäsche, deswegen habe ich hier die alten Klamotten an. Oh, Papa, warum hast du so einen großen Bauch? Ist da meine Schwester oder mein Bruder drin? Hallo, ich bin Emma. Oh, Emma, das ist gar nicht witzig. Ja, ich weiß, das sind die alten Klamotten aus der Schwangerschaft von deiner Mutter, aber meine sind halt gerade in der Wäsche und die anderen sind mir einfach viel zu eng. Also Papa, ganz ehrlich, du kannst ruhig zugeben, wenn du schwanger bist, auch wenn das gar nicht geht, aber Papa, ist ja okay. Oh ja, hahaha, sehr, sehr witzig, ihr beiden. Ich gehe jetzt nach unten, ich brauche jetzt meine Ruhe. Also ich finde das nicht so witzig, ich habe halt ein bisschen zu viel gegessen. Na und? Also die beiden, die sind sowas von kindisch. Also die Hannah, die wird das bestimmt verstehen. Hey Papa, Papa? Papa, wie siehst du denn aus? Wieso sind denn? Sind das Mamas alten Schwangerschaftsklamotten? Ach so, ja, genau, das ist witzig, ne, dass das die alten Klamotten sind und nicht, dass ich einen dicken Bauch habe, oder? Oh Gott, jetzt fällt's mir auf, Papa, das sieht total peinlich aus. Du hast einen riesengroßen Bauch und gleich kommen Dave und Pia, das wird so peinlich. Ach bitte, Hannah, was ist denn daran bitte peinlich? Also ich habe den Papa von Pia schon mal gesehen und der, naja gut, okay, der hat zwar nicht so einen dicken Bauch, das ist doch nicht so witzig jetzt, oder? Nee, witzig ist das auch nicht, Papa, peinlich. Du bist schwanger, einen schwangeren Papa habe ich, oh nein. Ja, hahaha, sehr, sehr witzig, Hannah. Da dachte ich, du verstehst das vielleicht mal, dass man vielleicht hier ein bisschen zu viel gegessen hat und du sagst direkt, ich bin schwanger. Das stimmt doch gar nicht. Hey, Hannah, na? Hey, ihr beiden, alles klar? Ich habe direkt eine Frage. Jenny oder Laurel? Also ich sag Jenny, wow, Herr Vogel, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie sind doch nicht schwanger, oder? Ah, hallo Kinder. Wie bitte, Dave? Was habe ich da gehört? Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe einfach nur ein bisschen zu viel gegessen. Herr Vogel, also, das sieht schon ein bisschen lustig aus. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass das lustig aussieht. Und wo? Ach so, Jenny oder Laurel. Ja, ich sag auch Jenny, wie der Dave. Dave, du hast recht. Also, Herr Vogel, mich würde viel mehr interessieren, wie sie so schnell einen dicken Bauch bekommen haben. Also, letztes, wo ich sie noch gesehen habe, da waren sie eigentlich relativ fit. Ach, Mensch, Kinder, kann man nicht einmal ein bisschen zu viel essen? Wisst ihr was, geht einfach auf euer Zimmer. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, für diesen Blödsinn. Oh, Leute, tut mir echt leid mit meinem Papa. Papa, kannst du nicht verschwinden? Du siehst heute so peinlich aus. Ich sehe peinlich aus. Ob die sich schon mal im Spiegel angeguckt haben, alle, was für Klamotten die anhaben. Also, ich finde, ich sehe nicht peinlich aus. Ich finde, ich sehe hübsch aus. Hey Papa, da bist du ja. Wir müssen über eine ziemlich wichtige Sache ja, mit dir genau. reden. Ganz, ganz wichtig. Oh, okay, scheint ein ernstes Thema zu sein. Ja, was ist denn los? Also Papa, wenn das Baby, was aus deinem Bauch kommt, das kommt ja ganz bald, weil wenn der Bauch groß ist, kommt das Baby. Dann möchte ich, dass das Baby Jenny heißt. Und ich wäre dafür, dass es Laurel heißt.
Oh, Kinder, was ist denn daran jetzt bitte wieder so witzig? Hä? Was ist daran jetzt so witzig? Könnt ihr mir das mal bitte einmal erklären? Na? Papa ist schwanger. Ja, das ist so witzig und daran. Ich dachte, Mama sei schwanger. Oh, ich bin verwirrt. Oh, Gott sei Dank, es klingelt. Oh, Kinder, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Hallo, ich bin wieder da. Wo seid ihr denn? Hier hat aber jemand mächtig zugeschlagen. Ich hatte doch schon alles abgeräumt vom Mittagessen. Wer hat denn hier nochmal gegessen? Ach, hallo, Schatz. Endlich bist du zu Hause. Hier machen sich alle über mich lustig. Sie sagen, ich wäre schwanger oder so, nur weil ich ein bisschen viel gegessen habe heute. Martin, wie siehst du denn aus? Hast du etwa meine alten Schwangerschaftsklamotten an? In welchem Monat bist du denn? Dein Bauch ist ja riesig. Ahahaha, ihr seid alle ganz witzig hier im Haus. Ich gehe jetzt ein bisschen Sport machen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, eine Schwangerschaft kann man nicht durch Sport wegkriegen, aber du kannst dich ja ein bisschen anstrengen oder dich bemühen. Oder vielleicht mal weniger essen.